Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator. Alter, wie dicht ist der denn nämlich reingefahren hier? Vom Euro Truck Simulator 2. Ich mach das nicht extra. Ich mach das wirklich nicht extra. Es gibt ja Leute, die meinen, ich mach das extra und... Nee. Das war jetzt keine Absicht. Jedenfalls, ich freue mich, dass ihr dabei seid und hoffe, wir finden dann hier gleich eine schöne Strecke nach Bergen oder so. Oder haben genug Geld, um uns hier eine Garage zu kaufen oder so. Mal schauen. Wir wollen das ja hier so ein bisschen auf eine Wiese spielen. Das heißt, ja, das ist halt meine Art, ne? Wirklich gucken, dass wir hier möglichst... gute Gewinne reinholen und profitabel profitieren. Nehmen wir. Erstmal werden wir aber jetzt neue Orte entdecken hier. Da, wo wir gerade hinfahren, waren wir noch nicht. Also hier Tiger und Bär auf Entdeckungsreise. Da hatten wir ja auch die schöne gute Nachtgeschichte vom Tiger und vom Bär, ne? Aha. So, dann hier wieder an unseren blau-gelben Begrenzungsdingern. Ups. Und dann schauen wir mal, dass wir... Ja, in 3 Stunden sind wir da, das geht ja noch. Malmö wird es da hingehen. Sagten unser Bett. Also wir haben auf dem Schiff haben wir geschlafen, aber getankt haben wir nicht auf dem Schiff. Da wir erst mal ohnehin aber Autobahn fahren, haben wir im Notfall ja irgendwo dann eine Station, wo wir ranfahren können. Göteborg. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich wollte ja gucken, ob ich irgendwie die Ortsnamen mal lerne. Immer noch nicht gemacht. Auf den Kerl ist kein Verlass, ne? Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, und in dieser Staffel bin ich dann auch wirklich mal sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Da oben fährt ein Zug auf den Schienen. Nee, da fährt ein LKW auf der Brücke. Ist fast das Gleiche. Wir haben ja da so einiges geändert. Ja, mal gucken, wie das so ankommt. So, da wäre eine Tanke. Einige glauben jetzt, ich müsste jetzt sagen, oh, da müssen wir auch mal rausfahren. Ist nicht so, als wenn ich eure Kommentare nicht lese. Ups. Das ist aber echt, ne? Gerade, da war ich gerade einen Mikrobruchteil einer Sekunde abgelenkt und schon zieht er raus hier. So gefährlich ist es auch im realen Straßenverkehr. Sieht man mal, wenn man nur ein Spiel spielt. Ich möchte ein Spiel spielen. Jahrelang hast du in deinem Leben darüber entschieden. Ach ja. Das war auch eine Filmserie. So. Wo sind wir jetzt gelandet? Wir sind in... Gucken wir mal oben auf die... Stockholm, Göteborg und Helsingborg. Heute habe ich übrigens zum ersten Mal den Trailer gesehen von American Truck Simulator. Ja, werde ich spielen. Ja, ich werde auch dieses Autobahnpolizei-Ding spielen. Und, ja, ich war beeindruckt. Also von der Stimmung, die darüber kommt bei dem Spiel, finde ich es richtig gut, dass die das schon 35.000 Mal verschoben haben und stattdessen lieber vernünftige Qualität abliefern. Ich meine, die können ja auch hingehen, einfach nur neue Rundumleuchte und 2 Partikelsysteme einbauen und das dann als neues, vollwertiges Spiel verkaufen. Soll es ja auch geben.
So, Vex hier ist unser Ziel, das heißt, ja, hier müssen wir raus. Und dann zieht er ordentlich hier bergan mit den ganzen 16 Tonnen Möbel. Auch interessant, ne? In dem Fall Eulen nach Athen, beziehungsweise Möbel nach Schweden. Naja, wir hatten ja, oder ich hatte ja die Vermutung aufgestellt, dass so ein bisschen berücksichtigt wird, wo die Produkte herkommen, wo sie hingehen, aber nee. Als ein Zuschauer sagt, er würde Bier nach Bayern transportieren. Oder Würstchen nach Hamburg. Oder Fisch nach Hamburg. Da war mir klar, nee, also das ist dann vielleicht doch nicht so ganz abgebildet. Aber das wäre eine coole Sache, ne? Je realitätsnäher ein solches Spiel funktioniert und ist, umso schöner. Wie sehe ich gerade den Golf fahren? Da habe ich in einer Folge irgendwas zum Thema Golf gesagt, im Spaß. Und da haben sich wirklich dann wieder Leute drüber aufgeregt. Also man kann nichts mehr sagen, ohne dass Leute das nicht verstehen und sich drüber aufregen. Da habe ich wieder dieses Klischee im Kopf von dem tiefer gelegten Golf mit schwarzen Scheiben und dickem Auspuff und kleinem was wollte ich sagen? Und ansonsten einem kleinen Selbstbewusstsein, das wollte ich sagen. Genau, und Jogginghose und so. Da habe ich das Bild vor Augen. Aber ja, ist ja fast eines der meistverkauften Autos nach dem Toyota Corolla. Das stimmt doch gar nicht mehr! War aber mal so. Oder ist das sogar noch so? Ich weiß nicht. Würde fast Sinn machen, weil Toyota immer noch das größte Autohaus der Welt ist, ne? Mhm. Der stimmt doch gar nicht mehr. Okay, kann sein. Vielleicht ist es Opel. Oh nein, Opel doch nicht. Leute, ich habe keine Ahnung davon. Entschuldigung. Aber ich meine, das wäre so. Toyota, VW. Und dann die restlichen. So. Ja, wir schleichen hier gen Ziel. Eine Stunde 42 Minuten haben wir noch. Kommen wir vielleicht sogar noch hin mit ohne Raststätte anfahren. Wobei, was sagt denn unser Schlafometer? 6 Stunden. Haben wir denn die Ladung kaputt gemacht? Nee, wir haben nur unseren LKW. Den Tiger und den Bär haben wir kaputt gemacht. Der Löwe zählt nicht, der ist nicht so wichtig. Muss ich noch fragen, ob wir da vielleicht nicht... Ich finde es ja super, dieses Kind zu haben, ne? Aber vielleicht gibt es da ja noch was ohne den Löwen, dass da wirklich nur der Tiger und der Bär drauf sind. Das wäre natürlich dann noch das i-Tüpfelchen. Ich sehe gerade hier, das Skype ist auf. Ich habe mich ja lange dagegen gewehrt, diese komische Werbung in Skype anzuschauen. Es ist aber mittlerweile nervig geworden, jedes Mal diesen Microsoft-Werbeport zu sperren, weil die jedes Mal einfach nur einen anderen nehmen, bei jedem Skype-Update. Liebe Mitarbeiter von Microsoft, ich bin gerne bereit, 20 Euro zu bezahlen und Skype werbefrei zu genießen. Bitte macht diese nervende Werbung raus, diese nervende Landingpage wieder raus, diese nervende was weiß ich was raus. Oh, ist das nervig. Und bitte schickt mir eine Version, wo ich abschalten kann, dass Leute mich auf Skype so hinzufügen wollen, ohne dass ich sie dazu auffordere, weil ich lehne es eh ab, ich rede mit keinem auf Skype. Außer mit Geschäftspartnern, wenn es dann sein muss. Es gibt ja immer noch Leute, die fügen mich bei Skype hinzu. Verstehe auch nicht. Warum fügt ihr mich auf Skype hinzu? Wollt ihr mit mir reden oder sprechen? Glaubt ihr, das mache ich? Da bin ich den ganzen Tag nur am Telefonieren. Wie soll das gehen? So. Du bist aber arrogant geworden. Es geht halt nicht. Ich habe das früher mal wirklich gemacht. Ab und zu da mal Leute angenommen. Dann bimmeln die mitten in die Aufnahme rein. Und haben ja kein Verständnis, dass ich dann sauer bin. Ich stelle auf Skype aus, kann ich nicht. Das nutzt es geschäftlich. Es muss an sein. Mach doch einen Account. Nee, geht nicht. Du kannst nicht mit zwei Accounts online sein. Also, ein Teufelskreis.
So, 56, nee, was haben wir? 54 Minuten noch. Und dann sind wir am Ziel und dann hoffe ich, dass wir irgendwas bekommen, was uns nicht wieder weiß Gott wohin führt. Auftragstechnisch. Und dass wir auch dann uns irgendwann zeitnah eine entsprechende Garage umleisten können, weil ich möchte echt gerne mit euch hier oben rumfahren. Wir haben ja immer noch nicht alles gesehen. Hier ist noch so viel zu entdecken. Eigentlich wären wir ja schon längst da. Das sieht auch interessant aus, die war aber noch gar nicht. Dass sie wirklich so eine Eigenarten immer einbauen. Finde ich halt schön, weil dann erkennt man an bestimmten Stellen wirklich dann auch wieder, wo man war oder nicht war. Hier muss aber ganz schön ziehen. Auf 50 km/h runter, weil ich hier so drücken muss. Interesting. Ja, und da geht's runter oder rauf nach Vexieux. Weiß gar nicht, was das jetzt. Fahren wir jetzt auf eine Autobahn? Hab ich gar nicht drauf geachtet gerade. Vexieux. So. Und ja, sehen wir schon das Ziel? Nee, sehen wir nicht. Wir müssen nur dann da aber auf jeden Fall die Stadt erkunden. Sehr gut. Erster Aufenthalt in Vexieux. Gut. Dann schauen wir mal, was wir hier erkunden können. Das ist natürlich schön hier. Wir sind, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Also die Ampeln, die in der Kreuze noch gegenüber nochmal stehen. Das ist ja eigentlich nur für denjenigen, der direkt vor der Ampel steht, damit er keine Genickstarre kriegt. Also das finde ich schon sehr, sehr löblich. Hätte ich gar nicht so weit hier vorne stehen bleiben müssen. Tja, für Deutschland reicht das nicht. Da wird das Geld lieber für Radwege aus dem Fenster geworfen. Wo dann einmal im Jahr 3 Fahrräder drüber fahren. So, was haben wir denn hier? Nordfood haben wir. Aber Fragezeichen zum Entdecken jetzt gerade nicht so viele. Dann würde ich sagen, liefern wir mal ganz dezent die Ware ab hier. Das ist so noch ganz kreativ hier. Aufpassen, wie das mit den Ampelschaltungen ist. Beziehungsweise wie die Verkehrssituation an den Ampeln ist. So, müssen wir hier rein? Oder ist das eins weiter? Das ist eins weiter, oder? Oder ist das hier? Das ist hier. Ja!
immer auch ist der Sendeplan unter tv.gardahol.de. Würde ich mich freuen, wenn ihr da reinschaut, um herauszufinden, wann die nächste Folge kommt. Statt diese Kommentare zu schreiben. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.